Hallo meine Lieben und willkommen in Dortmund. Genau, wir sind am Hauptplatz, am Bahnhofsplatz von Dortmund. Da ist schon guter Verkehr, da ist schon gut was los. Und wir werden jetzt hier was bauen. Hättet ihr euch jetzt sicher nicht gedacht, oder? Dass wir hier bauen werden. Und zwar, wir haben hier natürlich ganz vergessen, ein Depot für die Personen, eine Stadtlinie. Und inzwischen haben die uns natürlich hier alles zugebaut. Ist natürlich doof, aber ist halt so. Das heißt, jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr zahlen. Das heißt, das eine Haus hier muss definitiv doch weichen und weg. Möglichst nah zum Bahnhof. Würde man sagen, so. Direkt dran, dass sie hier rüber latschen können. Und wie ihr ja wisst, nicht über die Straße, sondern schön hier den Gehsteig entlang und dann hier erst irgendwie drüber. Gut. Und gleichzeitig, damit wir hier schön rumkommen, eine Verbindung hierüber und hierüber. Dann müssten wir jetzt, glaube ich, in die ganze Stadt fast kommen. Wir können ja hier nochmal so ein bisschen rüber, damit wir einen schönen Rundkurs theoretisch hätten um die Stadt, wo wir durch können. Oh, nein, so wollte ich das nicht. Gerade durch, hier rüber. Dann hier durch. Hier nochmal ein kleines Eck. Dann hier rüber. Und von hier zurück zum Bahnhof. So ungefähr. Schön rundherum. Und da wird die KI schon ein bisschen bauen. Wir können ihr ja ein bisschen vorgeben. So ungefähr irgendwie so hier rein. Und da kann man ja auch noch rein. Jetzt haben wir hier schon Gleise für irgendwann. Lass mal halt mal gescheiterte Pläne der Stadtverwaltung, wenn man so will. Gut, wir fangen in Dortmund jetzt an, nämlich. Und wir schauen uns Dortmund nochmal an, wo wir jetzt hin müssen. Wir machen hier jetzt eine kleine Stadtlinie, damit wir hier nicht nur das alles kriegen, sondern wirklich hier alles, was hier an Personen ist. Schauen wir mal kurz nochmal, was das abdeckt. Ja, das da hinten fehlt uns jetzt ein bisschen. Das können wir, sehe ich, gerade upgraden. Das machen wir auch schnell noch. Das da. Und das will ich auch upgraden. Komm, lass mich das upgraden. Okay, dann so. Und jetzt. Ups. Hallo? Okay, dann muss das Depot auch nochmal weichen. Oh, jetzt haben wir kein Geld. Warum auch immer. So, das muss auch nochmal weg. Und jetzt aber hier rein. So. Okay, okay, okay. Genau, das heißt, wir müssen hier drüben und die hier unten eigentlich, wenn man so will, abholen. Das machen wir. Das heißt, wir machen, sicherheitshalber machen wir hier noch eine schöne Station. Da haben wir nochmal ein bisschen was abgedeckt. Überschneidet sich zwar, aber das stört jetzt nicht groß. So, das heißt, jetzt bräuchten wir die alle. Die kriegen wir nicht alle. Vielleicht machen wir die doch ein bisschen weiter hier drüben. Dann tun wir die nochmal weg. Schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. So, damit müssten wir die kriegen. Und damit kriegen wir die hier. So. Okay, dann fahren wir hier weiter. Oh, das war die falsche. War das die richtige Seite? Wir fahren rechts. Nein, falsche Seite. Blödsinn. Das heißt, wir brauchen den hier. Wobei es eigentlich wurscht wäre, welche Seite wir fahren. Aber nur das Prinzip fahren wir jetzt in die Richtung. Und hier. Nochmal schauen. Aber da decken wir auf der Seite auch alles ab eigentlich. Ja. Dann fahren wir hier weiter und bleiben hier nochmal stehen. Dann haben wir hier auch nochmal alles. Okay. Gut. Und das wird jetzt eine neue Linie von hier nach da, nach da, nach da und wieder zurück. Perfekt. Das ist Dortmund Stadt. Dortmund Stadt. Sehr gut. Autosave. Wieder ein neues Jahr.
Müssen wir uns dann die Finanzen anschauen. So, wir brauchen auf jeden Fall das Depot hier wieder. Definitiv. Das sparen wir uns nirgends. Machen wir es hier ein bisschen an den Stadtrand. Und neue Fahrzeuge. Und zwar die Loblisan haben wir hier immer noch. Ja, 30 Jahre, 30 Jahre. 30 Jahre ist eigentlich relativ egal. Nehmen wir einfach mal, die ist noch recht günstig. 6. Machen wir mal 7. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist ja auch eine recht üppige Strecke rundherum. Das passt schon. Okay, dann brauchen wir dasselbe für Mainz. Das heißt, auch für Mainz, da haben wir ja zum Glück noch nicht lange ist das her, dass wir hier den Bahnhof gebaut haben. Da haben wir noch gut Platz. Aber da habe ich keinen Platz gelassen. Und jetzt hat sich der da gerade hingebaut, oder? Der Sack. Das heißt, da könnte man nur hier vorne, das ist aber schon sehr weit. Ich will eigentlich hier, dann machen wir es gleich hier in die Mitte. Kostet zwar wieder gutes Geld, aber... Oder wobei, wir müssen das Geld ja nicht rauswerfen. Machen wir es halt hier hin. Da müssen sie zwar jetzt doch über die Straße, aber das ist halt jetzt so. Okay, was decken wir jetzt damit ab? Das heißt, eigentlich brauchen wir eh nur das hier hinten. Dann machen wir genau hier schön im Einkaufsbereich hier eine Haltestelle, Minilinie von hier darauf und wieder zurück. Gut, das brauchen wir nicht. Das ist jetzt Mainz Stadt. Mainz Stadt, so. Und auch hier braucht es ein Depot. Das gönnen wir uns wie immer auch. Auch hier ein bisschen an den Rand. Da braucht es aber viel weniger. Machen wir mal 3. Ist ja auch nicht viel weniger, aber passt schon. Die kosten so wenig. Den Zug haben wir ja schon, oder? Der ist schon unterwegs. Den haben wir ja das letzte Mal schon auf die Strecke gejagt. Genau, der düst ja schon mit 4 Passagieren immerhin. Und Dortmund nach Mainz 13. Also bei Weitem nicht ausgelastet. Macht natürlich jetzt dickes Minus noch. Aber das wird schon noch werden. Hier kommen ja unsere Busse, verteilen sich hier schön gerade. Das wird schon noch. Okay, jetzt das eigentliche, warum wir hier... Wie viel Geld haben wir noch? 8 Millionen, knappe 9 Millionen. Oh, das wird jetzt schon sehr eng. Das wird schon sehr eng. Aber das sollte funktionieren. Wir brauchen hier einen... Bahnhof nochmal. Güter. Mit viel weniger. 2. Einmal für den Antransport und einmal fürs Abholen. Ich glaube, es sind 2. So, die Frage ist... na Moment, wir machen das anders. Wir machen den hier. Und starten gleich von hier runter, von der Straße weg. Genau. Starten hier runter in unser Netz. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt müssen wir es eigentlich mehrfach legen. So, das heißt, hier brauchen wir definitiv 2-mal. Machen wir es mal so. Machen wir ein bisschen rüber gleich. Und ein X wieder mal, damit die Güterzüge, weil ja hier 2 reinkommen, schön wechseln können. Und das wird sich... Ja, dachte ich mir jetzt, das ist dasselbe wie da drüben gewesen. Oh, in die Richtung geht's. Geil. So einfach. So. Okay. Dann. Bisschen parallel. Und jetzt. Jetzt wird spannend. Jetzt müssen wir hier rein. Beziehungsweise, wenn das unsere schnelle Strecke... Jetzt schauen wir mal. Kontrollieren wir kurz. Das ist unsere schnelle Strecke. Wie schaut es hier aus? Das heißt, das ist unsere Güterstrecke. In die wollen wir rein. Das heißt, das ist hier. Das heißt, hier müssen wir eigentlich mit der, die ist nicht ganz richtig gemacht, mit der müssen wir eigentlich ein bisschen anders fahren. Aber das heißt, für uns auf jeden Fall, hier sind dann
ist dann die Doppelstrecke. Und das wird, würde ich sagen, die Güterstrecke, weil dann können wir da schön hier reinfahren in die andere. Und wir müssen das hier ein bisschen ändern. Das heißt, der kommt weg und der kommt weg. So, jetzt wird es schwierig. Das ist jetzt der Teil, glaube ich. Ups, der da. Okay, das machen wir einfach doppelt. Dreifach so. So geht es schneller und einfacher wahrscheinlich. So, das schließen wir hier wieder zusammen. Ist jetzt da noch irgendwas? Nein, das sind nur Schatten von den Kabeln. Und dann müssen wir eigentlich hier runter. Das geht sich aber noch nicht aus. Das heißt, noch fahren wir hier geradeaus. Und müssen das jetzt nochmal ein bisschen löschen, hier einiges. Ungefähr so weit wahrscheinlich, so soll es gut gehen. Und jetzt strecken wir das zusammen, jetzt hier ran und das hier dran. Das heißt, jetzt sollte das passen. Genau, weil das ist jetzt die Strecke. Jetzt müssen wir nur aufpassen, ob wir da überall hinkommen, weil wir müssen ja hier rein. Aber das schaut gut aus, das klappt. Immer noch. Okay. Und was wir auch brauchen, ist von hier was weg. Und das ist jetzt ein bisschen blöder, glaube ich. Aber das ist jetzt so, da müssen wir eine enge Kurve fahren wir da, das ist halt jetzt langsam. Und zwar ungefähr so. Und parallel dazu auch noch mal raus. Weil wir müssen ja das Korn darüber bringen. Und ich will, habe mir schon überlegt, ob wir das jetzt irgendwie raufbauen, runterbauen sollen, den Bahnhof, weil wir es ja das auch sowieso vorhatten oder nicht. Und haben mir aber gedacht, nein, das machen wir ein andermal. Ich will diese Strecke darunter jetzt noch nicht bauen. So, dann geht's mal hier entlang. Und hier entlang. Und da müssen wir jetzt rein. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren hier mal durch. Und jetzt dann von hier rein. Das heißt, der muss jetzt hier rein. Krümmung zu groß. So geht's. 120. Und parallel von hier war das, glaube ich. Genau. Hier wieder raus. Kurz Kontrolle. Wo ist sie? Ja, das schaut super aus. Okay, das heißt, die führt hier rein. Das ist gut. Dann ziehen wir die jetzt hier fertig durch. Das heißt, schön parallel. Warum geht's nicht? Hallo? 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 Ich will dich parallel haben. Einmal. Zweimal. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich. Und zwar parallel bis ungefähr hier. So, dann der zweite Teil. Zweite Richtung. Und jetzt können wir hier von dieser Güterstrecke mal hier rein. Mehr müssen wir derweil ja nicht machen. Mehr Güter haben wir ja hier derweil noch nicht. Kommt schon noch, kommt schon noch. Okay. Gut. Das sollte klappen. Eine Handvoll Signale noch. Das heißt, wir brauchen einmal den hier und einmal den hier. So, dann ungefähr hier irgendwo nochmal. Einmal, zweimal. Machen wir es gleich hier bei der Straße. Und hier, wo es reinführt. Und jetzt haben wir hier ja gar keine. Die ist ja neu, die Strecke. Das heißt, da können wir fleißig vor uns hinsetzen. Einmal. Viele fahren da noch nicht. Viele Züge werden da auch noch nicht so bald fahren. Das heißt, sind wir mal großzügig eher. Und dann heißt es Fahrplan anpassen. Und zwar ganz gehörig anpassen. Wir werden da nämlich jetzt ordentlich umbauen. Und ich hoffe, dass das alles klappt. So, das sollte mal reichen. Gut. Dann, jetzt pausiere ich mal. Und zwar,
Wir haben jetzt 15 Minuten noch, das sollte, glaube ich, sich ausgehen. Und zwar, wir stanzen die komplette Schiffslinie hier rüber. Weil, wir machen Folgendes. Wir brauchen diesen Zug. Das ist, nein, das ist der falsche, den Zug. Die Linie brauchen wir. Schauen wir mal. Das ist Kornkunststoff. Jetzt ist die Frage, wollen wir Kornkunststoff? Nein, wir machen da doch eine eigene Linie. Wisst ihr was? Wir machen eine eigene Linie. Und zwar, wir machen eine neue Linie von hier nach hier. Genau. Ist das jetzt richtig? Ist das die richtige Seite? Nein, eigentlich ist das die falsche Seite. Aber gut. Nein, dann machen wir das noch nicht. Entfernen wir das nochmal. Wir behalten die offen. Wir werden das noch machen. Aber wir müssen vorher was anderes machen. Und zwar, wir müssen Kunststoffwarenvieh, die müssen wir anpassen. Und zwar, wir bringen nämlich kein Vieh darunter, sondern wir fahren Riebeckshorst Zentrum. Das ist einmal grundsätzlich nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir fügen danach jetzt nochmal was ein. Das ist ein bisschen aufwendiger. Wir fahren von hier weg. Von Neumainz, statt Riebeckshorst. Das heißt, wir fangen von Neumainz an und fahren jetzt runter nach Kolleg Nord. Mit Nahrung. Geben hier die Nahrung ab. Fahren Riebeckshorst Süd, holen uns den Kunststoff. Und dann bleibt alles gleich. Fast gleich. Fahren hier nach Kolleg Abzweigung. Fahren dann nach Kolleg Nord. Und dann wieder nach Mainz West. Eigentlich müsste das passen. Und das ist nicht Vieh Kunststoffwaren, sondern das ist. Wo kommen wir aus? Das ist Essen. Nein. Dann, wir hatten ja schon einmal den Kunststoh. Dann ist es jetzt Essen Kunststohwaren. Genau. Ich werde das gleich sofort erklären. Das heißt, das passt. Das heißt, die ist jetzt auch weg. Und wenn ich jetzt den nämlich hernehme, müsste er am richtigen Gleis starten auch. Schauen wir mal. Weil jetzt ist ja ein Gleis frei hier. Genau, da hat er das richtige Gleis genommen und da müsste er jetzt das linke nehmen. Ah, du bist so dumm. Ah nein, er hat das richtige. Er hat jetzt hier das Korn, das ist richtig. Und hier kommt noch einmal Korn. Weil wir brauchen die Viecher nicht mehr. Wir machen das nur mit Korn. Und das ist jetzt Korn, Nahrung. Genau. Und zwar, das Ganze funktioniert so. Wir bringen Nahrung, Korn hierauf. Im recht guten Takt. Das ist recht ums Eck fast schon. Das heißt, das sollte recht gut gehen. Hier produzieren wir, und da können wir gleich das nächste machen. Hier haben wir ein Lager. Beziehungsweise ein LKW-Terminal halt. Den machen wir hier hin. Genau, so. Hier produzieren wir Nahrung. Die Nahrung kommt jetzt hierhin und hierhin. Von hier bringen wir es in die Stadt. Das heißt, da suchen wir uns jetzt ein hübsches Plätzchen, wo wir alles abdecken. Da vielleicht. Kostet uns zwar das eine Haus. Oh, komm, das geht sich aus. Komm schon, ich will da rein. Ich will in das Loch. Ach, das kostet uns jetzt echt zwei Häuser. Aber sonst gibt es da kein. Das ist das schönste Loch von allen. Da decken wir alles ab. Ja, dann ist das jetzt so. Okay, dann ist das jetzt so. Bringen das die Nahrung hier runter. Für Mainz. Wir wollen ja Büros. Einkaufsmöglichkeiten. Machen wir damit.
Gut, und gleichzeitig aber nehmen wir die Nahrung, wir produzieren hier viel mehr Nahrung, als wir eigentlich für Mainz brauchen, und bringen die mit dem Zug hier runter. Von hier ganz normal, LKWs hier rüber. Dann fährt derselbe Zug wieder hier rüber, wissen wir schon, Plastik, fahren hier runter und holen Waren. Die Waren bringen wir hier hin. Haben wir das jetzt noch drinnen, dass wir hier stehen bleiben? Kurz schauen. Oder haben wir das letzte Mal rausgenommen? Das haben wir rausgenommen, oder? Nein, das haben wir nicht rausgenommen. Passt schon. Genau. Kollig Nord. Hier ladet er Waren ab. Aber nur einen Teil davon, nämlich die für Neu-Frankfurt. Die anderen nimmt er jetzt bis hier oben wieder mit, ladet sie hier ab und die kommen mit dem LKW nach Mainz. Wunderbestens. Wir fahren rauf und runter komplett voll fast. Also rauf nicht ganz voll, aber so, dass wir sicher kein Minus machen. Und nach unten sollten wir gutes Geld machen. Das ist der Plan. Und das sollte in der Form jetzt funktionieren. Heißt aber auch für uns natürlich, wir brauchen hier die Schiffe nicht mehr für die Nahrung. Das heißt, Vieh essen. Schauen wir mal, ob das klappt. Hereinkommend, die sollten verkauft werden. Und wir brauchen einen neuen Zug, der hier Korn bringt. Das sollte hoffentlich klappen. Da nehmen wir, nachdem wir ja hier mit der G3 derzeit fahren, gleichzeitig, damit sich die nicht überholen, nehmen wir auch hier die G3 wieder mit Korn. Das heißt, offener Güterwagen ist das. Getreide, genau. So, das wird jetzt natürlich teuer. Aber das war einkalkuliert. Der muss einfach sein. Ich überlege sogar, ob wir nicht zwei brauchen, aber wir fahren dabei mit einem, weil er so einen kurzen Weg nur hat. Wir können, ja, 64, warum auch nicht. Und der ist jetzt Korn, Nahrung. Und damit sollte das klappen. So, theoretisch, wenn ich mich nicht vertan habe, das Einzige, was wir noch machen könnten, wir könnten Folgendes machen. Hier war ja irgendwo diese komische 50er-Strecke. Wisst ihr was, wir machen hier nochmal, das bauen wir neu. Ich will nicht, dass der auf 50 abbremst, das ist echt ärgerlich. Machen wir auch den Teil nochmal neu. Das heißt, wir wollen schlussendlich da rein. Dann fangen wir mal damit an. Wo ist denn hier die Strecke zu Ende? Oh, vielleicht hätte ich das jetzt noch weiter abreißen sollen. Wo ist denn das hier? Okay, machen wir es mal so. Das heißt, wir haben einmal von hier nach hier. Oder auch nicht. Von hier nach hier. Oder auch nicht. Dann reißen wir das auch noch ein bisschen mehr ab. Jetzt aber von hier nach hier. Und von hier nach hier. Oder auch nicht. So, probieren wir es so. Ach, du bist scheiße. Komm. Okay, dann doch nicht so. Nochmal weg. So. Straße, geh weg. Du nervst. Nochmal. Dann machen wir halt zuerst einmal die. Das ist die Hauptstrecke halt von mir. So. Kollision bei Terrorangleichung. Dann weg, weg. Weg, weg. So, jetzt aber. Wo? Hier. Okay, dann das auch nochmal weg. Geh weg. Ich will hier eine schöne Strecke haben. So, von hier. Wirklich. Wo will er mich jetzt verarschen? Warum soll hier eine... Ach so. Du bist doch scheiße. So,
Jetzt aber. Von hier. Letzter Versuch. Komm schon. Genau. Nach hier. Und parallel dazu. Und das dürfte jetzt... Da müsst ihr jetzt immer gut durchfahren können. Das dürfte kein Tempoproblem sein. Dann einmal hier. Und parallel. Dann einmal hier rein. Komm, du schaffst es. Ich weiß, dass das geht. Irgendwo muss das gehen. Vielleicht ziehen wir es raus. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Einmal. Und wo haben wir es jetzt rausgezogen? Von hier. So, habe ich das jetzt richtig angesteckt? Ja. Okay. Und dann dasselbe von hier raus darüber. Oder auch nicht. Von hier? Ja, von hier. So, da ist der Nuppen. So, und jetzt kann man von mir aus die Straße, kann jetzt wieder hin. Das war irgendeine Landstraße. War das die? So, wir fahren einfach so. Nein, das war nicht die, sondern das war die kleine. Dann machen wir halt die kleine. Bitteschön. So. Wunderhübsch gemacht. So. Von mir aus machen wir es wirklich hübsch. Nur damit es... Ist zwar jetzt ein kleiner Umweg für die Autos, aber macht nichts. So. Und das können wir auch noch klein machen. So. Sehr schön. Okay, jetzt sollte das passen. Signale kurz noch, weil wir die ja entfernt haben. Und da machen wir jetzt einfach mal salopp. So und so. So und so. So und so. So, so, so und so. Okay. Dann können wir hier, da ist so ewig lang keines. Da machen wir auch eines rein. So. Jetzt sollte das auch klappen. Okay. Jetzt sollte das funktionieren. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir recht haben. Ob das stimmt, ob das alles klappt, wie es klappt. Achso, wir brauchen die LKWs natürlich noch, sonst wird da gar nichts passieren. Das heißt, wir brauchen... Nehmen wir gleich den Benz, aber ja, komm. Wir nehmen den Benz. Wir nehmen 5 Benzes. 6 Benzes. Aber ja, 6 Benzes. Achso, vielleicht sollten wir auch noch eine Linie anlegen dazu. Und zwar, der Benz fährt von hier hierhin. Und das ist Waren Mainz. So. Und die kommen alle auf Waren Mainz. Gut, jetzt sollte das klappen. Das deckt ja eigentlich bis auf die zwei Häuser, deckt es alles ab. Und wir hoffen einfach mal, dass sich hier noch viel Blau ansiedelt. Dann sollte das klappen. Das heißt, schauen wir mal. Jetzt sollten hier anfangen, nicht nur Kornkunststoff zu liegen, sondern sehr bald... Jetzt müsste der nämlich bald kapieren, genau, da ist nichts mehr mit Viechern, sondern wir wollen jetzt Getreide ohne Ende. Der sollte das jetzt bald kapieren, dann liegt hier bald Korn. Das düst hier rüber. Und der, hat der schon was? Der fährt jetzt mit Vieh irgendwo hin. Ja gut, dann soll er mit Vieh, wenn er es jetzt schon hat, soll er darauf fahren, ist auch okay. Genau. Genau. Und in Wahrheit haben wir... Ich lasse es ein bisschen schneller laufen, um da mal was zu sehen, ob da irgendwas passieren wird. Wichtig ist, dass der irgendwann sagt, Linienbenutzung, ja. Ja, das sagt er schon, das ist gut. Genau, und jetzt sagt er Produktion, Potenzial die 269. Und Potenzial für Getreide 40. Da wird er gleich drauf kommen, nö, da geht viel mehr. Der müsste jetzt hier gescheit anziehen. Die sollten das ja wohl schaffen.
Lockerlässig, genau, die fahren eh nur mit zwei jetzt. Die sind absolut unterausgelastet. Und da müsste sehr bald was ankommen. Wo ist denn da unser Kornzug? Wo ist unser Kornzug? Haben wir den schon? Habe ich den jetzt nicht gekauft? Was bist du? Kornnahrung. Wo fährt denn der her? Fährt der irgendwie eine blöde Strecke? Nein, der fährt eh richtig. Der kommt jetzt halt erst da angesaust. Okay. Auch gut. Dann sausen wir mit dem ein bisschen durch die Gegend. Ich meine, der Rückweg ist natürlich dann umsonst eigentlich, wenn man so will, weil wir von hier nichts mitnehmen, aber hier ist derweil auch nichts. Wir können mit dem später eventuell sogar das Eisen hier rauf noch transportieren, die Stückchen. Ich meine, das ist die falsche Richtung, aber in die Richtung können wir, glaube ich, von hier nichts mitnehmen. Da ist einfach nichts, was wir mit dem transportieren können. Was ein bisschen schade ist, aber das ist so. So, Zug 9 hat die Lebensdauer erreicht, da müssen wir uns dann gleich drum kümmern, oder? Machen wir das geschwind noch. Achso, das ist uns ja egal, der wird eh automatisch ausgetauscht. Wir müssen nur 3 Millionen behalten jetzt irgendwie. Gut, dann schauen wir mal, wenn der ankommt, ob schon was da ist. Komm da nochmal raus. Ja, da ist er sogar leer und jetzt fährt er wirklich leer. Da ist er nicht schnell. Also früher oder später stärkere Loks wären da echt schön. Und wundert euch nicht, dass da jetzt Kohle steht. Das ist am Anfang einfach so. Solange er noch nichts geladen hatte, niemals irgendwas Automatisches, steht immer automatisch das Erste. In dem Fall ist es Kohle. Bei den Rungenwagen sind es, glaube ich, steht dann immer Baumstämme, glaube ich. Und bei den Waren, weiß ich es gar nicht, steht Waren bei den Warenwaggons? Könnte sein. Aber da sind schon die ersten, es ist zwar jetzt nicht viel, aber das wird steigen ganz schnell. Genau, und das fahrt ihr jetzt hin und her. Super. Super. Super, 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 das klappt gut. Was warten wir? Bin nach Frankfurt? Na, bist du die Blöde. Und da baut sich jetzt blau aus wie Blöde. Warum auch immer, weil plus, aber schlecht, klar. Aber da sind wir in Bevölkerung, 41% gut. Vielleicht haben wir, doch, da haben wir eh zwei Züge. Wie schaut's hier aus? Heftig, auch da ist gut was los. Berlin nach Frankfurt. 110. Ja, dafür ist da wieder weniger inzwischen. Also irgendwie pendelt sich das Berlin-Frankfurt. Berlin-Chemnitz ist gar nichts. Null. Nada. Warum auch immer. Weil, ich verstehe es nicht. Arbeitsplätze. 37. Wieso bauen die 37 Arbeitsplätze? Interessiert keine Sau die Arbeitsplätze hier. So, 10. Ist das auch ein Kunststoff, Essen, Waren? Nein, das ist ein neuer Zug. Da müssen wir auch aufpassen. Oh, jetzt brauchen wir schon ganz viel Geld für neue Züge. Das ist das, was ich mal gemeint habe, dass man da sehr aufpassen muss. Die G3. Mit denen sind das. Und zwar, wie viel ist das jetzt? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Ja, 100%, sehr gut. Okay. Gut. Aber meine Lieben, 35 schon wieder zu lang. Ich mache hier Pause. Und ich werde jetzt für heute auch aufhören. Das ist jetzt schon spät genug wieder geworden am Abend. Fast Mitternacht inzwischen, wo ich jetzt aufnehme. Gut, aber das kriegen wir schon alles noch hin. Die blöde Industrie kriegen wir schon noch weg irgendwie. Und im Zweifelsfall reißen wir alles ab, was wir nicht brauchen irgendwann, wenn wir genug Geld haben. Nächstes Mal kümmern wir uns um die Züge. Um die Züge? Was wollte ich jetzt sagen? Na, wir kümmern uns auf jeden Fall um die Linie und schauen uns das an. Und? Achso, und wir schauen uns die Stationen wahrscheinlich an, wollte ich noch irgendwie sagen. Irgendwas hatte ich noch, was wir wollen. Genau, so ungefähr machen wir. Wir schauen uns das alles an, auf jeden Fall nächstes Mal. Ah nein, die Züge upgraden, das wollte ich, natürlich. Klar, das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Züge upgraden. Die veralteten.
kontrollieren, dass das eh durchläuft. Und schauen, dass wir Geld machen. Wir können nämlich nur noch genau 3 Millionen. Einen Zug können wir noch austauschen. Das heißt, jetzt müssen wir Geld machen. Und das schaut aber nicht gut aus, wenn wir uns hier schauen. 1,1 Millionen neue Fahrzeuge. Und wir haben 1,9 Millionen Verlust gemacht. Das könnte uns jetzt noch, das könnte jetzt noch richtig. Und da haben wir gar keinen Fahrzeug gekauft und 1 Million Verlust gemacht. Da müssen wir dann schauen, wie wir da tun. Wenn wir da kurz reinschauen, da gibt es wahrscheinlich, ja, da Essen, Kunststoff, Waren, die müssen wieder anlaufen, sonst wird das richtig übel. Dortmund, Mainz sieht natürlich auch heftig uns ins Minus und Frankfurt, Dortmund auch noch nicht gut. Das sollte aber noch werden. Da haben wir gesehen, da sind Leute. Holz, Bretter, Kunststoff. Auch die nicht. Das müssen wir uns anschauen nächstes Mal. So. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut es auch beim nächsten Mal rein. Jetzt mit dem Cliffhanger. Glaube ich, könnt ihr ja hoffentlich nicht anders. Und ja. Wie immer wünsche ich euch am Ende alles Liebe, alles Gute und sag Tschüss.